Ja, willkommen zurück zu Lufia für das Super Nintendo. Und wir sind gerade im Königreich Danubia, das sich eigentlich mit dem Königreich Auralio, ich sag immer Auralilo, ich weiß auch nicht warum, weil das leichter auszusprechen ist als Auralio, Frieden schließen möchte und das mit Hilfe des Feuerrubins. Allerdings wurde dieser Feuerrubin gestohlen. Und wir sollten jetzt dieser Sache mal auf den Grund gehen. Ich glaube, ich habe im letzten Part mit dieser Oma hier gar nicht geredet. Mal kurz gucken. Im Norden liegt das Land Taru. Taru ist ein militärisches Land. Der König soll ein recht gefährlicher Mann sein. Man kommt nur nach Taru, wenn man den Unterwasserweg benutzt. Was das bedeutet, weiß ich nicht. Ja, Taru. Okay, es ist ein kriegerisches Land. Und was mir auch noch aufgefallen ist im letzten Part, ist, dass ich nochmal nach Auralio reisen sollte. Und zwar, weil ich da, glaube ich, ein Haus übersehen habe. Zumindest ist mir das so aufgefallen. Habe ich mit ihr gesprochen hier? Warum müssen wir den Feuerrubin verschenken? Er ist doch unser Nationalschatz. Wir haben zwar einen König, aber leider kein Schloss. Moment mal, habe ich doch hier mit ihm geredet? Was sagt die denn? Ein Glasbläser hat den Rubin vor langer Zeit hergestellt. Keiner weiß, wie er das angestellt hat. Indem er Glas geblasen hat. Also, naja, gut. Ja, da nun der Feuerrubin gestohlen wurde und sie hat uns jetzt auch einen guten Hinweis gegeben. Glasbläser. Wir kennen doch einen Glasbläser. Und zwar einen in Clamento und viel zu weit hier. So, und da wollen wir jetzt mal hinreisen. Vielleicht kann er uns ja irgendwie weiterhelfen in der Hinsicht. Ich glaube, hier wohnt er, ne? Ja. Oh, Maxim, schön, dich wiederzusehen. Was kann ich heute für dich tun? Ich dachte, sie verkauft hier. Naja, gut. Oh, Maxim, du warst schon lange nicht mehr da. Was führt dich hierher? Ich möchte dich um einen Gefallen bitten. Du hast so viel für mich getan. Ich tue dir jeden Gefallen. Kennst du den Feuerrubin, Jafar? Was, den Feuerrubin? Natürlich kenne ich den. Mein Lehrer hat ihn gemacht. Wirklich? Ja, der Rubin war wirklich ein Kunstwerk. Ich erinnere mich ganz deutlich an ihn. Könntest du den Feuerrubin neu erschaffen? Was, aber ich bin bei weitem nicht so geschickt wie mein Lehrer. Ohne den Rubin werden zwei Länder, die gerade dabei sind, Frieden zu schließen, sich wieder verfeinden. Aber warum versuchst du es nicht einfach mal, Liebling? Aber ich Du hast mir immer gesagt, eines Tages würdest du besser sein als dein Lehrer. Ich weiß, aber warum versuchst du es also nicht einfach? Bitte. Schon gut, ich weiß zwar nicht, was dabei herauskommt, aber ich werde mein Bestes geben. Vielen Dank. Es ist unmöglich, einen Rubin dieser Größe aufzutreiben. Was soll ich stattdessen nehmen? Rotes Glas tut es auch. Gut, ich fange sofort an. Okay. Ja, er hat Zweifel daran, ob er besser als sein Lehrer ist, aber ich finde, die jüngere Generation sollte über die ältere Generation hinauswachsen. Nur so entsteht Fortschritt. Hallo. Ihr habt Glück. Ich bin gerade fertig geworden. Das ist wundervoll. Er sieht genau wie der echte aus. Ich kann nicht glauben, dass du ihn aus dem Gedächtnis nachgebildet hast. Wenn du den Rubin einmal gesehen hast, vergisst du ihn nie wieder. Er ist nicht perfekt, aber ich habe mein Bestes gegeben. Das reicht auch vollkommen. Jetzt ist alles in Butter. Danke. Wie immer, es sagt, ist alles in Butter in dieser Hinsicht. Ich bin froh, dass ich euch helfen konnte. Nochmals danke. Und ich habe den Feuerrubin erhalten. So, dann kann es ja jetzt wieder zurück nach Danubia gehen. Da müssen wir mal kurz wieder hinwarpen. So. Okay. Und jetzt muss ich, glaube ich, den erstmal Prinz Henry geben. Ne, warte mal. Ne. Moment. Der war ja hier oben, ne? Ja, das hat er schon so gesagt. Ich möchte dir dies geben. Wie hast du das bloß geschafft? Es scheint zu klappen, Maxim.
Nun, da wir den Rubin wieder haben, wird alles gut werden. Da bin ich mir ganz sicher. Nein, das wird nicht funktionieren. Hast du das bemerkt? Ja, das scheint lediglich eine Imitation zu sein, oder nicht? Eine Imitation? Die sieht ja aus wie der echte Feuerrubin. Aber nur auf dem ersten Blick. Schau genau hin. Ihm fehlt das Feuer des echten Rubins. Es tut mir leid, dass ich gedacht habe, du würdest... Du brauchst dich nicht zu entschuldigen. Ich hoffe, die Zeremonie wird friedlich und erfolgreich ablaufen. Nimm bitte an der Zeremonie teil. Du hast Aurelio schließlich gerettet. Nimm bitte diesen Feuerrubin als Beweis unseres Willens, mit deinem Reich Frieden zu schließen. Das ist also der sagenhafte Feuerrubin, ein wirklich schöner Stein. Der Feuerrubin, endlich gehört er mir! Hä? Das ist doch nicht der Feuerrubin! Was? Prinz Leon, nicht Henry, wie komme ich auf Henry? Prinz Leon, willst du mich beleidigen? Denkst du wirklich, ich würde das Spiel nicht durchschauen? Ich will keine Ausreden hören. Wenn Danubia will, kann es Aurelio ganz schnell einnehmen. Hör mit dem Unsinn auf, Mutter. Prinzessin Thea. Prinz Leon ist mit dem echten Rubin in unser Land gekommen. Aber er wurde ihm geklaut. Wenn sich jemand dafür schämen muss, dann wir, Mutter. Meine Güte, stimmt das wirklich? Jeder hier im Schloss weiß darüber Bescheid. Nur du und Vater wissen nichts darüber. James. Schicke die Soldaten aus und lasse sie nach dem Rubin suchen. James, wo steckt er bloß? James ist schon seit einigen Tagen spurlos verschwunden, Majestät. Was? Wo zum Teufel ist er nur hin? Man sagt, einige Leute haben ihn nach Norden laufen sehen. Nach Norden? Was will er da? Dort sind doch nur schreckliche Monster, Bestien und Dämonen. Ich weiß es leider auch nicht, Majestät. Schickt sofort jemanden, der im Norden nach dem Rechten schauen soll. Ja, Majestät. Mein Gott, was geschieht nun? Ich werde die Zeremonie nicht weiterführen, wenn der Feuerrubin nicht da ist. Entschuldige bitte, Prinz Leon. Sie war nicht immer so. Ich weiß, dass es nicht ihre Schuld ist. Du brauchst dich nicht zu entschuldigen. Prinz Leon. Wir müssen den Feuerrubin unbedingt finden. Da führt kein Weg dran vorbei. Vater! Wenn die Königin erst einmal sauer ist, dann geht man ihr besser aus dem Weg. Ihr kennt aus eigener Erfahrung, wa? Naja. Der Feuerrubin wurde gestohlen. Ich kann nicht glauben, dass ausgerechnet uns das passieren musste. Dann werden wir wohl den Feuerrubin finden müssen in der Höhle im Norden. Und ich weiß auch schon, warte mal, wir sind wieder hier. Ich hoffe, wir bekommen den Rubin bald zurück. Ohne den Rubin sind wir verloren. Wir müssen ihn finden. Moment, da waren auch noch irgendwie diese beiden Leute aus Aurelio in diesem Raum hier. Ja, so. Ich sehe James gar nicht. Normalerweise befindet er sich immer in der Nähe des Königs. Wo ist er hin? Ich war dort und konnte... Achso, nee, das kenne ich schon. Tut mir leid, aber ich bin gerade beschäftigt und habe keine Zeit für ein Gespräch. Ja, gut, dann ist das eben so. Dann wollen wir nochmal kurz speichern, denn der nächste Dungeon, das ist die Nordhöhle Danubia. Also die Nordhöhle von Danubia, also jetzt, Danubia ist ja das Königsreich. Und innerhalb dieses Königsreichs befindet sich diese Nordhöhle. Und Leute, das ist einer der schwierigsten Dungeons des gesamten Spiels. Schwierig im Sinne von, da sind richtig üble Gegner vorhanden. Und ja, die Nordhöhle Danubia. Das wird übel. Das ist ein Dungeon, auf den ich nicht so richtig Lust habe. Wie gesagt, richtig übel ist dieser Dungeon. Aber ihr werdet schon sehen, was uns da erwarten wird. Jetzt reicht es aber auch mal allmählich mal mit diesen nervigen Gegnern hier. So. Sind wir bald mal da? Ist auch noch so weit weg hier. So, Nordhöhle Danubia. Untergeschoss 1. James ging dort hinein. Ich habe versucht, ihn zu stoppen, doch er ließ sich nicht aufhalten.
Dann wollen wir James mal folgen. Der hat bestimmt irgendwas damit zu tun, dass der Feuerrubin gestohlen wurde. Du greifst zuerst an. Garbos. Die sehen so aus wie diese Durstkrebse, ne? Warte mal, da Maxim das Hitzeschwert hat, machen wir mal über Seele. Weil Selan ja vorher angreift und wenn... Also er kann hier one-hitten. Also Maxim jetzt, ne? Boah, hier Verderbnis. Boah, Instant Kill hier. Auch wenn er schon Schaden genommen hat, aber das Verderbnis ist immer Instant Kill. Und es gibt in diesen Dungeon Gegner, die das auch können. Und die dürfen immer zuerst angreifen, weil sie einen hohen Bewegungswert haben. Und ja. Die Blume, die kennen wir schon. Das ist die Wüstenrose. Aber können wir mal kurz gucken, vielleicht ist da noch. Ja, die Wüstenrose. Gegen die haben wir ja schon mal gekämpft. Hauptsache, Selan schädigt den Gegner nicht vor, weil Maxim ja mit einem Schlag den hier besiegen kann. Dann ist eben dieser Angriff eigentlich nichtig, könnte man sagen, dann, wenn Selan schon einen Gegner vorschädigt, aber Maxims Angriff allein ausreichen würde, einen Gegner anzugreifen. Deswegen lasse ich Selan immer einen anderen angreifen. Das wäre nicht so nervig, wenn Maxim zuerst angreifen dürfte. Habe ich jetzt hier den Hammer, okay. Kann ich sie von hinten? Ich nehme sie von hinten hier. ja, ich habe Erstangriff. Die Medusen kennen wir schon. Aber hier, Ramia. Ich mache einfach mal... So, halt mache ich aber mal. Weil das... Oh, gut. Wurde schon besiegt, okay. Und die... Ich glaube, Ramia, das ist so eine... Ja, so eine Sirene. Und die kann uns... zum Einschlafen bringen. Jetzt ist es eigentlich egal, wer wen angreift. Ich habe die sowieso jetzt hier besiegt. So. Oh Gott, wo muss ich denn jetzt zuerst hin? Ich gehe mal hier mal rein. Okay. Ich glaube, das ist sogar richtig. Boah, hier, was ist das? Mumie, oder? Tatsächlich Mumie. Ja, komm. Nein! Maxim hätte... Oh, shit. Naja. Ja. Der hätte den One gehittet. Aber naja, gut. Ja, und das ist eben der Grund, warum ich lieber erst... Also, warum ich mit Selan einen anderen angreife. Weil sie hätte jetzt schön den anderen schaden können. Okay, ich bin sogar hier richtig. Ja. Stimmt. Und dann geht's da... Ah, ja, jetzt eröffnet sich mir wieder der Weg. Und dann komme ich da wieder zurück. Genau. Hm? Ich weiß, wo es längst geht. Einfach... Moment. Jetzt muss ich aber nicht jedes Mal gegen sie kämpfen. Oh, come on. Moment mal. Hä? Ey. Moment. Moment. Muss ich mal kurz was nachschauen. Was ist, wenn ich jetzt den schalte? Ach so, dann... Ah, dann erhöht sich das... Ah, ich verstehe. Das macht Sinn. Dann kann ich von hier aus, nämlich darüber, ja. Warte. Geht mir nicht auf die Nerven. Ja gut, gegen Garbost. Nein! Ah, Überraschungsangriff. Aber die sind auch eher genau wie diese Durstkrebse. Hä? Achso, das ist ja, weil ich Überraschungsangriff ist ja dann anders hier. Genauso wie diese Durstkrebse sind die eher... sind die eher defensiv. Und... Unser lieber Fran hat wieder Verderbnis verwendet, das ich gut finde. Das das beschleunigt es nur. So, jetzt muss ich erstmal kurz überlegen. Darunter? Erstmal die Wüstenrose besiegen kommen. Das ist auch wieder kein Problem hier, gegen die Wüstenrosen zu kämpfen. Ja,
da es jetzt wieder viel Gekämpfe gibt und auch das ein ziemlich langer Dungeon ist, bin ich gerade mal überlegen, was man für ein Thema wieder ansprechen könnte. Ich habe eine kleine lustige Anekdote. Damals so in den 80ern und auch davor, auch in den 70ern oder so und Ende der, ne, warte mal, Anfang der 90er, da wurden Filme ja immer anmoderiert. Und die Anmoderation hat immer gesagt, gute Unterhaltung. Und da habe ich mich als Kind damals immer drüber aufgeregt. Also, weil ich dann immer so gesagt habe, wieso Unterhaltung? Ich will den Film sehen und zwar in Ruhe. Da soll sich keiner unterhalten, weil ich Unterhaltung missverstanden hatte. Ja, da war ich auch so, weiß ich nicht, 4 oder 5 oder was. weil ich nicht gewusst hatte, dass Unterhaltung auch was anderes bedeutet, als sich unterhalten. Die Stahldornen in U2 sind verschwunden. Ja. Ach, jetzt muss ich... Oh, das geht doch auf den Hammer, oder? Nee, da muss ich die Bombe verwenden. Oh, sogar mehrfach. Aha. Oh, jetzt bin ich hier. Zaubertrank gefunden. Sternfrucht gefunden. Ja, es ist eine Frucht, die einem Kapselmonster hier sehr schmecken könnte. Eine Glasbrücke ist in diesem Stockwerk erschienen, ja. So, jetzt muss ich hier einmal machen. Ah ja. Okay. Mal so. Also, das ist ein... Also, die Sternfrucht ist ein... Ja. Nahrung für ein Kapselmonster, die ein... Ja, die, jedes Kapselmonster hat eine spezielle Frucht, die es gerne frisst, genau. Und Sternfrucht ist eine Fruchtart. Und es gibt dann auch noch eine Zauberfrucht, die schmeckt jedem Kapselmonster. Und zwar mögen die alle diese Frucht sehr, sodass Barometer, sag ich jetzt mal, also diese Leiste sich schneller auffüllt. Also, ich glaube, irgendwie 5 Felder werden da aufgefüllt. So kann man einen Kapselmonster schneller sättigen. Oder weiterentwickeln lassen, wenn es noch nicht gesättigt ist. So, ihr habt ja das Auge gesehen. Das Auge in der Wand. Das müssen wir... Ach. Habe ich das jetzt verkackt, oder was? Oh, lächerlich. Ich wollte euch nur zeigen... Oh, da ist ein Auge. Das darf sich nicht öffnen. Weil ich sonst nicht in die Tür reinkomme. Gut. Man muss den Ursprungszauber verwenden, falls man das verkacken sollte. Sind alle Schalter blau gefärbt, ein neuer Weg sich dir erklärt. Ah ja. Und hier zur Demonstration kann man sehen hier, wenn man einen Schalter auf blau schlägt, dann verschwindet eine Stachelreihe. Und ein Schalter da oben habe ich ja schon gedrückt. Und es fehlen also noch 2. Bis wir da weiterkommen. Jetzt habe ich ja gesagt, dass dieser Dungeon ist ziemlich schwierig, weil es da so unangenehme Gegner gibt. Bisher waren ja noch keine richtig unangenehmen Gegner hier. Die kommen erst im Untergeschoss. Also, wenn wir ins nächste Untergeschoss gehen. Weil da geht der Dungeon dann erst richtig los. Das ist hier alles doch Vorgeplänkel. Mit dem Schalterdrücken und so weiter. Ich habe ja gesagt, dieser Dungeon ist ziemlich lang. So, und das hier ist ultra einfach. Da braucht man einfach nur so machen und so machen. Und so machen. Und ich hätte auch die Pfeile dafür verwenden können. Aber warum? Ich habe auch gerade dies hier ausgerüstet. Hier, den Haken. Oh, jetzt sind hier 2 Ramias. Guck mal, jeder kümmert sich erst einmal so. Machen wir mal so. Ja. Du one-hitted. Und er, glaube ich, auch, ne? Ja. Haha. Die können uns nichts. Aber die Medusa, glaube ich, die überlebt die Angriffe hier. Oh, hier mit Blitz greift sie an. Okay. Oh ja. Moment mal. Habe ich nur ganz kurz gesehen. Fran hat einen weiteren speziellen Move gelernt. Und zwar Nudelholz. Ihr seht es ja. Spezial 2 Nudelholz. Haha. Sehr gut. Hier, das ist... Ja gut, das ist, weil Fran jetzt die
zweite Form hat. Ich glaube, in der ersten Form lernt kein Kapselmonster eine zweite Spezialattacke. So, was haben wir hier? Die Zornschärpe. Wollen wir denn mal... Ich glaube, das ist für Selan eine Rüstung. Gucken wir mal. Das ist für sie hier, die Zornschärpe hier, genau. Oh, ja. Die nehmen wir doch dann gerne. So, hier müssen wir wahrscheinlich wieder mehrfach die... Shit. Ganz kurz. So. Ich habe auf dem Controller eine Taste gedrückt, die... Achso, da brauchen wir doch noch keine Bombe. Eine Taste gedrückt, die irgendwie keine Funktion hat, aber trotzdem dann das Gamepad zum Leuchten bringt. Ich weiß auch nicht, was das soll. Was steht denn überhaupt da drauf? Oh Gott, das wäre nicht... Mode. Mode. Was für ein Modus soll das denn sein? Oh, hier. Wieder ein Vampirgegner. Boah. Vampir, tatsächlich. Der heißt auch Vampir. Ich mache einfach mal so hier. Oh, die dürfen sogar zuerst. Oh, Vampirkuss hier. Wow. Ich glaube, damit zieht er Magie ab. Aber da Fran keine Magie hat, ist er leer ausgegangen, der Vampir. So. Oh, greift er denn natürlich den einfachsten Gegner an? Also geil, ganz ehrlich mal. Hättest du mal Nudelholz jedes Mal einsetzen sollen, Fran. Dann wäre er jetzt, glaube ich, besiegt worden. Oh, hier. Yeah. Wenig Energie letztes hat. Na gut, er ist auch ziemlich... auf einem geringen Level, ne? Im Vergleich zu uns. Wir sind Level 36 und wir sind so Level 50, 52, 49. WTF. Ja gut, wir wollen ihn mal heilen hier. Er kann sich doch selber... Na, nee, weil er nicht so viel Magiepunkte hat wie Selan. Dann macht... Ja, oder Maxim braucht die Magie... hallo! Maxim braucht die Magie doch eh selten. Deswegen macht er das hier. Und zwar stärker. Wo ist das hier? Wo ist hier stärker? Da hier... So, boah, kann er jedem mal hier kleine Energiespende geben hier, so. Okay. Ach so, ich weiß, man kann die Augen ja wieder zum Schließen bringen, und zwar, wenn man eine Bombe verwendet. Hier und hier. So, dann... Seht ihr, da ging das hier runter, aber das andere noch nicht. Ich will an den Schalter ja kommen. Ach so, hier ist ja noch ein Auge. So. Stahldornen in U2 sind verschwunden. So, jetzt brauchen wir nur noch einen Schalter finden. Gut, gehen wir hier mal weiter. Das mit den Schaltern will ich doch in diesem Part machen hier. Oh Gott, was ist denn jetzt hier? Eine blaue Truhe. Ich denke mal, es ist klar, was sich da drin befindet in dieser blauen Truhe. So, und jetzt wieder zurück? Oder wie darf ich das verstehen? Das kapiere ich jetzt nicht. Wieso? Ach so, Moment. Einmal den Stein auf den Schalter und einmal Maxim auf diesen Schalter hier. Dann sind beide Schalter gedrückt. Auf einmal. Aber es bringt irgendwie gar nichts hier. Oder hat es hier jetzt was gebracht? Nee, auch nicht. Ach so, ich verstehe. Ich muss hier auf den Schalter treten, auf den der Stein sich befindet. Ach so, ja, so war das. Genau. Jetzt nochmal den Stein auf den anderen Schalter schieben und dann da auf den... auf diesen Bodenschalter nochmal geben hier. So, hier. Auf diesen hier. Bam. So. Schlüssel gefunden. Okay. Aber ich habe immer noch nicht... komme immer noch nicht daran. Wie komme ich jetzt da hinten ran, wenn ich jetzt hier... Okay. Stahldornen und zwei sind verschwunden. Ja, jetzt habe ich die Stahldornen... zum Verschwinden gebracht. Also ich habe die jetzt ausgeschaltet. Somit. Oh, come on. Hey, immer diese Bomben. Nein, nichts gegen die Bomben. Die leisten schon hervorragende Arbeit. Aber, also die leisten... ihre Funktion wird gut genutzt, aber
Es nervt immer, wenn ich das umschalten muss. So, so, so. Ich meine, alles, wie es alles hier resettet wurde von den Rätseln her. Ja, Gabos, komm, das ist jetzt auch egal. Maxim greift jetzt zuerst an, okay. So. Okay. Dann waren wir hier und dann geht's jetzt hier weiter. Ich habe keine Lust, gegen Rami jetzt zu kämpfen. So, aber die, gegen die Wüstenrose kämpfen wir nochmal. Komisch, jetzt greift sie dann wieder zuerst an. Die Bewegungshöhe variiert wohl bei denen, oder wie? Irgendwie seltsam. So, aber die Wüstenrose ist eh jetzt Geschichte hier. So. Okay. Ja, dann geht's im nächsten Part hier weiter. Hier in dieser Treppe, die da runter geht. Und da fängt das Grauen an. Also das bisherige, das war eigentlich nur ja, gewissermaßen Vorgeplänkel. Aber das richtige Grauen, das erwartet uns erst ja, dann im nächsten Part. Und tja, seid gespannt, wie es dann weitergeht. Ich habe da schon jetzt keine Lust drauf, aber ich muss es ja machen. Wir sehen uns dann. Bis zum nächsten Mal und tschüss.